Aber das mache ich auch nicht. Sonst nichts, dann finde ich es halt blöd. Weil wenn das die einzige... Ja, wer jemals die Website YouTube aufgemacht hat, hat das Gesicht bestimmt schon gesehen, vis-à-vis zu Gast bei einer Stimme. Schönen guten Tag. Bist du ein politischer Mensch? Ich würde sagen, ich bin ein politisch interessierter Mensch. Ich bin jetzt nicht so politisch, dass ich dir jetzt zu jedem Thema ganz fundiert irgendwie meine Meinung sagen könnte, aber ich war schon immer jemand, der sich ein Stück weit engagiert und interessiert hat, früher noch ein bisschen mehr als heute. Und warum hat sich das geändert? Vielleicht auch diese leider allgemein weit verbreitete Enttäuschung darüber, dass das eigene Engagement nicht so viel gebracht hat. Ich habe zum Beispiel vorhin lustigerweise beim Aufräumen einen Zeitungsartikel gefunden, in dem mein Gesicht abgebildet war, weil ich freiwillige Wahlhelferin war mehrere Jahre. Und dann wurde das so darüber berichtet, als wenn das das Wahnsinnigste der Welt ist, dass ein junger Mensch freiwillig an einem Sonntag irgendwie 12, 13 Stunden opfert ohne Bezahlung und dann irgendwie Wahlhelferin ist. Und es ist mir aufgefallen, dass ich da tatsächlich dann doch früher mehr Zeit investiert habe und heute, weiß ich nicht, könnte ich mir nicht mehr vorstellen, Wahlhelferin zu sein. Aber ist das vielleicht auch eine Frage, dass, also dass Jugend manchmal, dass man in der Jugend politischer engagiert ist, weil man sozusagen vielleicht ein romantischeres Bild oder ein verkehrteres Bild davon hat? Vielleicht auch ein bisschen naiver und man irgendwie noch denkt, man kann die Welt verändern. Ich habe, glaube ich, auch irgendwann mal meiner PW-Lehrerin, da sollte man sich selbst irgendwie einordnen, wenn man sich vorstellen könnte, in der Politik etwas zu tun, was man dann werden würde, habe ich dann ganz größenwahnsinnig gesagt, dass ich auch irgendwann mal Bundeskanzlerin werden könnte. Auch diese ganzen Gedanken habe ich ja natürlich alle verworfen mittlerweile und ich würde jetzt, also ich dachte auch früher, dass ich mich eventuell sogar mal beruflich politisch engagieren wollen würde und all das spielt jetzt irgendwie gar keine Rolle mehr bei mir. Weil um Bundeskanzlerin zu werden, hättest du eine Partei eintreten müssen wahrscheinlich oder eine Partei gründen müssen. Erstens das und zweitens, ich will jetzt nicht meinen kompletten Frust im politischen Sinne auf Angela Merkel schieben, aber irgendwie hat der Tag ihres Amtsantritts so ein bisschen bei mir ein Trauma hinterlassen. Da war ich dann irgendwie raus. Irgendwie hatte ich keine Lust mehr. Ich wollte nicht diese Frau, ich wollte nicht diese Partei. Und da habe ich mich dann so ein bisschen zurückgezogen. Auch wenn es vielleicht nicht der richtige Weg war, aber... Gibt es momentan ein Thema, ein politisches Thema, das dich wirklich berührt, das vielleicht auch deine Wahlentscheidung beeinflusst? Ich habe mir ein bisschen Gedanken in den letzten Wochen um das deutsche Rechtssystem gemacht und um das Strafmaß in Deutschland im Zuge des Prozesses um Johnny Carr. Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen, dass jetzt viel wieder diskutiert wurde über Jugendgewalt, über Integrationsversuche, aber dass man nicht darüber nachgedacht hat, sich nochmal anzugucken, wie eben Jugendgewalt und auch generell Gewalt in Deutschland bestraft wird. Und da habe ich so ganz, ganz viele Fragezeichen auf einmal im Kopf gehabt. Und da war ich unfassbar schockiert darüber, dass ein Mensch, der einen anderen Menschen tötet, egal wie alt er ist, egal wo er herkommt, dass der dafür 4,5 Jahre bekommt. Und wahrscheinlich, wenn man noch die U-Haft abzieht und wie es ja auch in einem Jugendstrafrecht dann vorsieht, wahrscheinlich kommt der nach 2 Jahren wieder raus. Das hat mich wirklich fast, also ich habe da auch fast ein paar Tränen vergossen, weil ich so sauer darüber war und so sprachlos. Und das wäre ein Thema, wo ich mir sehr wünschen würde, dass das irgendwann mal wieder wirklich aufgegriffen und diskutiert wird. Rap wird ja oft so romantisch als so Stimme der Straße oder der Jugend oder sowas beschrieben. Glaubst du, das ist ein adäquater Ausdruck? Ja. Ich glaube, dass das Rap oder Hip-Hop generell eine der wichtigsten Jugendkulturen für uns ist. Und ich glaube, dass das schon ganz, 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 ganz vielen jungen Menschen ganz, ganz viel gebracht hat, sich irgendwie über dieses Ventil Luft zu machen. Mehr wahrscheinlich als sich eben mit Politik zu befassen, leider. Ich glaube, dass das auch negativen Einfluss haben kann, weil nicht jede Stimme der Straße ist ja schön und nicht jede Stimme der Straße aus dem Rap erzählt schöne Geschichten. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es diese Ausdrucksform gibt, dass es diese Kultur gibt und dass ich auch Teil davon sein kann. Du bist ja in einer schon männlich dominierten Kunstform irgendwie unterwegs. Mhm. Bist du für eine Frauenquote? Nein. Warum? Vielleicht werden mich dafür manche Frauen nicht mögen unbedingt, aber ich bin ja auch eben ein Beispiel dafür, dass ich mich in einer männerdominierten Welt durchgesetzt habe und nicht, weil, wenn es jetzt zum Beispiel damals bei 16 Bars ein Casting gegeben hätte, wo ein Mann sitzt und ich sitze und der Mann aber viel bessere Interviews führt als ich und 16 Bars dann aber aufgrund einer Frauenquote im Hip-Hop gesagt hätte, ja, aber die Vis-a-vis hat halt weibliche Geschlechtsmerkmale, deswegen müssen wir ihr jetzt den Job geben. Man kann natürlich jetzt das Hip-Hop-Geschäft nicht vergleichen mit Finanzwesen oder mit der Wissenschaft, aber ich glaube, dass eine Frauenquote komplett destruktiv ist und in irgendeiner Form auch einfach sexistisch. Also ich finde es nicht gut.
ich finde es schön, wenn Frauen eben obere Positionen in allen Bereichen aller Berufe bekommen, aber das sollte eben nicht aufgrund eines Zwanges passieren. Da bin ich einfach der Meinung, dass das nicht der richtige Weg ist. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.